Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Zwischenkohle, Currywurst und Mord. Ihr müsst wissen, Betty und ich gehen in die Osterferienpause, aber keine Angst. Und wir haben an euch gedacht. Genau, wir haben an euch gedacht. Betty und ich produzieren nämlich gerade ein bisschen vor und wir müssen gucken, dass wir die Fälle in der richtigen Reihenfolge hochladen. Sonst kann es sein, dass ihr mich leider zweimal hintereinander hört. Aber vielleicht ist das auch kein Beinbruch. Irina, falls du uns zuhörst, dann musst du eben warten, bis Betty den nächsten Fall spricht. Ja. Und ja, wir beide fahren halt weg und leider nicht zusammen, aber vielleicht ein anderes Mal. Ja, gerne. Und das ist ein anderes Thema. Kommen wir heute zum ersten Fall. Es heißt, oder der heißt, das Phantom auf der Autobahn. Es ist ein ungelöster Fall. Das finde ich immer gut. Ja, und unsere Quellen sind hauptsächlich aus dem Internet. Er spielt vom 25. auf den 26. Oktober 1984. Schauplatz ist die Autobahnauffahrt bei Hagen Süd. Und diesmal beginne ich wieder quasi am Ende des Falls. Und wir sind am 26. Oktober. Es ist etwa 3 Uhr morgens. Zwei Lkw-Fahrer entdecken einen verunfallten Golf an einer Böschung ungefähr 100 Kilometer von Haiger-Seelbach entfernt. Betty, das wird gleich noch wichtig. Wo ist Haiger-Seelbach? In der Nähe von Hagen. Ah, okay. Also die Autobahn ist Hagen-Süd. Also da ist die Autobahnauffahrt, wo der Unfall stattgefunden hat. So, die beiden Fahrer wollen natürlich helfen und steigen aus. Und später sagen beide Fahrer unabhängig voneinander, dass sie eine weitere Person in einer hellen Jacke um den Wagen haben rumlaufen sehen. Und deshalb sind sie auch erst darauf aufmerksam geworden. Die haben halt gedacht, da läuft jemand ums Auto, der halt schwer verletzt ist. Aber ja, diese Person ist verschwunden und hat sich auch nicht gemeldet und hat auch selber keine Hilfe gerufen. Oh, das ist nicht gut. So, daraufhin gehen die beiden Lkw-Fahrer zu einer Notfallsäule und rufen von dort aus die Polizei. Ihr erinnert euch, wir sind gerade Anfang der 80er Jahre. Handys gab es damals noch nicht. Wie ungewohnt das ist, ne? Ja, das stimmt. Aber man hat sich ja auch damals schon beholfen. Und die beiden Fahrer eilen dann zur Unfallstelle und gucken halt, ob da jemand drin ist. Und tatsächlich finden sie darin einen vollkommen nackten Mann. Er ist, was? Ja, er ist schmutzig, also hat ein paar Laubblätter an seinem Körper, ansonsten ist er nackt. Und er ist auch noch bei Bewusstsein und er erzählt den Fahrern, dass 4 weitere Männer mit im Auto waren und sie einfach abgehauen wären. Daraufhin fragen ihn die beiden Männer, ob das denn Freunde von ihm waren. Und er sagt noch nein. Und ja, dann kommt der Krankenwagen, aber leider verstirbt der Fahrer des Golfes, während er auf dem Weg reanimiert wird. Während er auf dem Weg ins Krankenhaus ist, genau. Gott, wie schrecklich. Und da sind wir dann quasi schon mitten in unserem Fall. Was glaubst du, könnte passiert sein? Ja, es könnte überfallen worden sein und nackt deutet natürlich auf ein Sexualdelikt hin. Ja. Könnte sein. Könnte natürlich auch ein schwulenfeindliches Motiv sein. Könnte auch natürlich ein Beziehungsdrama sein, dass der Rivale ihn demütigen möchte. Ich kann es mir nicht erklären. Es ist sehr mysteriös. Ja, finde ich auch. Interessant. Gehen wir erstmal zurück an den Anfang der Geschichte. Der Name unseres Opfers ist Günther Stoll. Er sitzt eigentlich jeden Tag sehr unzufrieden zu Hause, ist sehr mürrisch. Und sitzt oft mit seiner Frau zusammen vor dem Fernseher und ja, ist relativ schlecht gelaunt. Er ist nämlich gelernter
Lebensmitteltechniker. Warum er zu dem Zeitpunkt arbeitslos ist, weiß man nicht genau. Aber dazu gibt es noch einige Theorien. Er eröffnet seiner Frau öfter die Frage bzw. teilt ihr mit, dass er glaube, er würde verfolgt werden oder man würde ihm was antun. Und seine Frau denkt eigentlich, naja, vielleicht ist das so eine Marotte oder zu viel Langeweile, guckt zu viel im Fernsehen. Mhm. Gegen etwa 23 Uhr sagt er seiner Frau, ja, jetzt geht mir ein Licht auf und schreibt auf einen Zettel Y-O-G-T-Z-E, also Jotze. Und der Zettel ist auf jeden Fall noch relevant später für unsere Theorien. Was denkst du dazu? Was könnte Jotze bedeuten? Ich habe erst an ein Nummernschild gedacht, aber das kann es eigentlich nicht sein, ne? Ja, was es genau ist... Ausländisches. Ja. Polnisch, Tschechoslowakei, hätte ich jetzt so vermutet. Ja, du gehst schon in die richtige Richtung. Das werden wir nachher mal in unseren Theorien besprechen. So, und ja, nachdem er die Botschaft aufgeschrieben hat, geht er los und besucht erstmal seine Stammkneipe. Was ich dir aber jetzt schon zu dem Zettel verraten kann, ist, dass die Polizei diesen Zettel niemals finden wird. Ach. Angeblich hat die Ehefrau den Zettel noch in der Nacht weggeworfen. Wobei, wenn mein Mann oder mein Freund irgendwelche Fantasien hätte und irgendwas rumkritzelt, würde ich es vielleicht auch in den Papierkorb werfen. Aber, dass es diesen Zettel überhaupt gab, sagt sie erst ein halbes Jahr, nachdem die Ermittlungen begonnen haben. Komisch, ne? Ja, also warum fällt einem sowas nicht sofort auf? Vor allem in einer Nacht des Verschwindens. Merkwürdig. Ja, auf jeden Fall geht die Polizei zwar davon aus, dass es diesen Zettel gegeben hat, gefunden haben sie ihn aber nie. Und ja, ein halbes Jahr später erst von so einem Zettel berichten, ist schon irgendwie ein bisschen komisch. So, nachdem Günther jetzt auf dem Weg in seine Lieblingskneipe fährt, diese liegt in Wilmsdorf, bestellt er dort ein Bier und obwohl er bis dahin eigentlich nichts getrunken hat, fällt er während eines Gespräches einfach vom Hocker. Oh. Die Gäste, die ihm aufhelfen, fragen ihn, was passiert ist. Und er äußert selber, ich bin irgendwie gerade wie weg gewesen. Und bei dem Sturz zieht er sich eine Verletzung im Gesicht zu. Kurz nach dem Vorfall verlässt er die Kneipe. Alle anderen Gäste sagen dann noch, ja, bleib doch bei uns, bleib doch hier. Aber er möchte auf einmal gehen und sagt, er würde sich unwohl fühlen und wird auf einmal ganz hektisch. Und ja, was so genau in den nächsten 2 Stunden passiert und wo er sich auffällt, ist unbekannt. Und Günther taucht erst gegen 1 Uhr morgens in Haigerseelbach wieder auf. Dort ist er aufgewachsen. Und man könnte jetzt meinen, okay, vielleicht geht er zu seinem Elternhaus oder zu seinen Eltern. Aber stattdessen geht er zu einer ehemaligen Nachbarin, die Rentnerin ist. Über diese Rentnerin ist bekannt, dass sie sehr religiös ist. Und er klingelt bei ihr. Mitten in der Nacht öffnet sie dann das Fenster und ist verwundert. Ja, ich meine... Ja, da würde man denken, es ist was Schlimmes passiert. Ja, genau. Und er braucht Trost oder... Richtig, und er versucht halt mit ihr zu reden. Und er sagt halt... Ja, heute Nacht wird mir auf jeden Fall etwas Schlimmes passieren. Es wird was Schlimmes passieren. Es wird mir was Schlimmes passieren. Es wird auf jeden Fall was passieren und ich bin verfolgt und ich werde verfolgt. Und dann sagt sie, weil sie sich auch wundert, die hatten jahrelang nichts miteinander zu tun, dass er dann zum Ende der Straße gehen soll. Da ist nämlich sein Elternhaus und dass er halt bei seinem eigenen Elternhaus einmal klingeln soll.
Und sie denkt sich halt noch so, ja, der ist bestimmt betrunken und so ein bisschen verwirrt. Und es ist auch halt schon mitten in der Nacht und das ist ja auch eine ältere Frau. Und deshalb wimmelt sie ihn so ein bisschen ab. So, und... Kann man auch verstehen, ne? Na, kann ich auch irgendwo verstehen. Ich meine, wenn Nacht, ich... Also ich meine, gut, sie kennt ihn, aber ja, trotzdem. Ja, trotzdem. Irgendwie seltsam. Und jetzt schon mal im Voraus... 1985 sendet Aktenzeichen XY dazu einen Beitrag und es gehen 185 Hinweise zum Verbleib von Günther Stoll ein, aber keiner führt zum Erfolg. Das DNA-Material, was ja später im blauen VW Golf gesichert wurde, verschwindet für eine Zeit lang. Wie kann das denn verschwinden? Ja, das weiß ich auch nicht so genau, aber es ist auf jeden Fall aus der Asservatenkammer verschwunden und taucht Jahre später wieder in der Asservatenkammer auf. Die Kripo sagt halt darauf hin, dass sie halt hoffen, dass die verwertbare DNA später in einem anderen Fall wieder auftaucht. Aktenkundig ist diese DNA, die sichergestellt werden konnte, zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht. Und auch bis heute ist kein passender... Okay, also keiner, der zu ermitteln ist. Okay. Genau. Mhm. Deshalb ist auf jeden Fall, dass Günther Stoll nackt in seinem Auto gefunden wurde. Seine Kleidung wurde nie gefunden. Aber in der Nähe der Unfallstelle findet man seine Schuhe. Und später in der Obduktion hat sich ergeben, dass er nicht durch den Unfall mit dem VW gestorben ist, sondern er ist von einem anderen Fahrzeug mehrfach überfahren worden und verprügelt worden. Oh mein Gott. Und ja, wie gesagt, er hat halt auch noch Blätter am Körper und Dreck. Und wie gesagt, seine Kleidung taucht nie auf, aber halt seine Schuhe. Und ein Sexualdelikt wurde ausgeschlossen? Ein Sexualdelikt wurde ausgeschlossen. Und ja, das sind schon hiermit so die Fakten von Günther. Also wie gesagt, er ist halt definitiv überfahren worden, definitiv verprügelt worden, aber man geht wirklich stark davon aus, dass er nicht, also dass es nichts mit diesem eigentlichen Unfall zu tun hatte, sondern dass andere Mittäter es aussehen lassen wollten, als wäre es jetzt einfach ein Unfall und einfach vom Tatort geflüchtet sind. Weiß man mehr von ihm und seinem Leben? Ja, da kommen wir halt zu den ganzen Theorien, was so mit dem Fall zu tun hat. Und zwar Theorie 1 ist, dass es sich um einen rumänischen Funkspruch handelt. Und bei dem Wort Jotze ist das Y und das große G dann kein großes G, sondern eine 6. Und das wäre dann mit einem rumänischen Funkspruch in Verbindung zu bringen. Dieser hat aber keine große Bedeutung. Und ja, Günther hat auch mit Rumänien nicht viel zu tun. Hat er denn mit Funken was zu tun? Ist der Hobbyfunker oder wie kommt er an Funken? Tatsächlich nicht. Deshalb halte ich diese Theorie auch für unwahrscheinlich. Zweite Theorie ist, er war vielleicht mit Drogen in der Nacht unterwegs, dass er ab und an Drogenkurier war. Und zunächst wird auch eine Verbindung zur Drogenszene nach Amsterdam und Holland hergestellt. Er hat halt dort mehrfach Urlaub gemacht und wurde halt auch mit zwielichtigen Gestalten gesehen im Urlaub mehrfach und hat auch wohl dort schon mal Drogen eingekauft und hatte halt dann Kontakt mit Leuten aus der Drogenszene. Da vermutet man, dass er dann vielleicht Drogenkurier war, vielleicht etwas vom Transport her verloren hat und dass er sich da mit Verbrechern eingelassen hat, die ihm nicht gewachsen waren. Das ist eine weitere Theorie. Dazu gibt es dann eine zweite Theorie. Jotze könnte ein NATO-Code sein,
wo das Y für Deutschland steht, das O für Aktion beendet, das TZ ist für Aufgeben und das E steht für Evakuierung an einen anderen unbekannten Ort. Okay, das würde den Sinn machen. Die Frage ist, war er bei der Bundeswehr, war er mal Berufssoldat, hat er da Kontakte hin, hat er Freunde, die bei der Bundeswehr waren, denn dann ist das ein Code, den nur Eingeweihte wissen. Richtig, aber da habe ich mir jetzt die Frage gestellt, er sitzt halt abends beim Fernseher, sitzt mit seiner Frau da im Sessel, unterhält sich mit ihr und dann kommt auf einmal die Erkenntnis zu diesem Code. Schwierig, also vielleicht ja, vielleicht nein. Also das heißt, er hatte diese Verbindung nicht, denn ihm kommt ja jetzt erst die Erkenntnis. Richtig. Wäre er jemand vom Bund gewesen, dann hätte er sofort gewusst, was das bedeutet. Das heißt, er hatte erstmal lange dran rumgetüftelt. Aber wie kommt ihm das einfach auf einmal so? Ich weiß nicht. Zweite oder beziehungsweise dritte Theorie ist halt, es gab 1982 eine Serie, die unter dem Titel Rot, Rot, Gold lief und dort wurden mehrere Skandale aufgedeckt oder beziehungsweise es wurde gespielt und diese Verbrechen dort beruhten auf wahrer Begebenheit und dort wurde ein Butterskandal einer Firma behandelt und es stellte sich heraus, dass diese Firma Butter gestreckt hat mit illegalen Substanzen und Fetten und hat dann die Produktion sehr günstig gehabt. Also, und den Gewinn haben sich die Betreiber halt eingesteckt. Was war er nochmal von Beruf? Lebensmittelchemiker? Ja, Lebensmitteltechniker. Und das ist für mich... Genau, also da an der Stelle denke ich dann auch, okay, er war Lebensmitteltechniker, er hatte Einblick in solche Prozesse. Und dass ihm da irgendwas aufgefallen ist, was andere nicht gesehen haben, nicht mitbekommen haben. Vielleicht lief da auch was mit seiner eigenen Firma. Ich meine, er wurde relativ schnell entlassen, ist Lebensmitteltechniker, ist arbeitslos. Dann hat er nach Monaten diese Erkenntnis, das ist alles schon ein bisschen merkwürdig. Mhm. So. Dann eine ähnliche weitere Theorie habe ich aus einem Forum. Dort, diese Theorie ähnelt der Buttertheorie und da geht es um eine ähnliche Theorie, wo gesagt wird, Jochze, dass das auch eine Abkürzung für einen Naturjoghurt sein kann, der ähnliche schädliche Substanzen beinhaltet und dass dass da aber nicht die Butter gemeint ist, sondern der Joghurt. In beiden Fällen soll die skandinavische Mafia mit involviert worden sein, die da auch die Produktion runterfahren. Ich meine, heutzutage ist es vielleicht was ganz anderes wie in den Anfängen der 80er Jahre, wo man tatsächlich noch mit Lebensmittelstreckungen was gewinnen kann und sich vielleicht Geld in die eigene Tasche stecken kann. Aber ja, so sizilianische Mafia, also mit denen möchte ich mich auch nicht unbedingt streiten. Ich weiß nicht. Nee, auf keinen Fall. Das sind so die Theorien. Und mit diesem als Autokennzeichen, weil manche haben nur einen Buchstabencode. Manche haben nur einen Buchstabencode. Also dazu habe ich tatsächlich nichts gefunden. Dann gibt es noch so eine sehr abgefahrene Theorie, und zwar Jotze, dass das eine Abkürzung zu einem Fall ist, der auch in den 80er Jahren stattgefunden hat. Und zwar wurde ein Kind in einem Fass in einen Fluss geworfen. Und zu diesem Fall hat man zu der Zeit auch Tatverdächtige gesucht. Und da sagen dann die Beteiligten als letzte Theorie, dass dann Günther auf diesen Fall gestoßen wäre und mit dieser Abkürzung einfach den Fall meint, wo das Kind in den Fluss geworfen wurde, eben in dieses Fass, und dass er mit dieser Bezeichnung einfach die Abkürzung des Falles meint und vielleicht dann Kontakt zu den Verbrechern hatte, die dieses Kind umgebracht haben.
Das klingt bis jetzt noch am plausibelsten, ne? Das Letzte, ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlt ganz viel an Info, die die Polizei nicht geben mag und die auch aus der Presse nicht zu erfahren ist. Also da ist eine Riesenlücke an Informationen. Wir erfahren nichts, wie der seinen arbeitslosen Tag gefüllt hat. Also die Polizei, die Eltern, die Presse, irgendwie rücken die nicht recht raus. Ja, ich finde das auch mit der Frau ganz seltsam, dass sie erst ein halbes Jahr später mit dieser Info, mit diesem Zettel rauskommt. Genau. Dann, Fakt ist tatsächlich, dass der Mann mit der hellen Jacke, der von den beiden LKW-Fahrern am Unfallort gesehen wurde, sich aber nie bei der Polizei gemeldet hat. Da denke ich, wird er der Mörder sein, ne? Wahrscheinlich, oder halt einer von diesen vier Leuten. Das Problem war aber auch, dass die Zeugen, die sich gemeldet haben, unterschiedliche Angaben zu dem Aussehen des Mannes gemacht haben. Mhm. So hat die Polizei von Anfang an zwei unterschiedliche Phantombilder veröffentlicht. Ja. Und somit ist dieser Mann vielleicht unerkannt durch die Weltgeschichte gezogen, bis er dann tatsächlich auch nicht mehr auffindbar war. Ich meine, ja, aber so Erinnerungen und sowas, das ist auch immer eine schwierige Sache. Manchmal erinnern sich die Menschen auch einfach falsch und dann steht man da und... Also der Fall, der macht einen aber wirklich neugierig. Also man würde am liebsten jetzt in dessen Vergangenheit wühlen und mal gucken, gab es denn da irgendeinen Kontakt? War der schwul und wurde jetzt vielleicht von irgendwelchen schwulen Hassern angegriffen? Das mit dem Nackt und den Blättern, das ist ja nun schon eine sehr ungewöhnliche Art und Weise. Und auch das Überfahren könnte auch auf organisierte Kriminalität tatsächlich hindeuten. Ja, also ich würde tatsächlich, also meine Theorie ist, oder was ich am wahrscheinlichsten halte, entweder hat er tatsächlich vielleicht als Drogenkurier gearbeitet und war in den 2 Stunden in Holland. Ich meine, hier vom Ruhrgebiet aus. Hat er ein Auto? Ja, genau, das war ja dieser blaue VW. Ja, dieser blaue VW, natürlich. Genau, ja. Und dass er dann da vielleicht einen Drogendeal hatte und entweder sind ihm die Sachen verloren gegangen oder er hat irgendwas falsch gemacht, dass er da Ärger hatte mit den Leuten aus der Drogenszene oder dass er tatsächlich wegen eines Lebensmittelskandals umgebracht wurde, dass er da irgendwelche Kenntnisse hatte, die andere nicht hatten, das aufgedeckt hat und dass ihm da vielleicht Leute aus der eigenen Firma vielleicht auf den Fersen waren und ihn dann mundtot gemacht haben. Ja, irgendwas sowas muss das sein, ne? Ich weiß halt nicht. Drogenmafia wäre auch noch denkbar, ja. Das andere halte ich, also mit dem NATO-Code und dem Todesfall mit dem Kind, halte ich eigentlich für relativ unwahrscheinlich. Mhm. Also würde ich jetzt mal so sagen. Das sind jetzt so meine Theorien dazu. Was sagt ihr denn dazu? Also könnte das mit der Butter-Theorie und dem Joghurt wahrscheinlicher sein? Mit den Inhaltsstoffen und der sizilianischen Mafia könnte er Drogenkurier gewesen sein. Ja, oder steckt da was ganz anderes hinter? Er müsste ja auch irgendwelche Freunde gehabt haben oder Bekannte oder Arbeitskollegen oder die irgendwas mehr über ihn wissen, die vielleicht eine Ahnung haben. Gibt es denn da immer noch eine Belohnung drauf? Das ist immer dein Lieblingsthema, ja? Ja. Also damals wurden 3000 D-Mark zur Belohnung ausgesetzt. Es ist immer noch ungeklärt. Also. Es ist immer noch ungeklärt. Und es war mal bei Aktenzeichen der Fall? Es war mal bei Aktenzeichen der Fall und zwar 1985 am 12. April. Den Link, da kann ich gucken, ob ich drankomme. Den könnten wir uns dann auch nochmal anschauen. Den könnten wir auch noch in unsere Shownotes setzen, dass ihr vielleicht auch mal drauf schaut. Da ist tatsächlich auch von dem Zettel mit dem Jozel die Rede. Aber das ist natürlich künstlich hergestellt, weil der Originalzettel wurde nie aufgefunden. Ja, äußert vielleicht mal eure Ideen, was das sein könnte. Schreibt uns in die Kommentare, besucht uns auf Instagram und ganz wichtig, abonniert uns. Hiermit sind wir dann heute schon am Ende unseres Falls. Und ja, äußert einfach mal eure Ideen, was da passiert sein könnte. Tja, natürlich noch, wenn jemand etwas weiß, ja, wäre es natürlich schön, er würde sich da melden. Richtig.
Ja, dann könnte man es natürlich auch mal aufklären. Zuständig ist die Polizei in Hagen, die Kripo Hagen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer der aktuelle Ermittler ist, aber das lässt sich ja ganz leicht rausfinden. Vielleicht setze ich das dann im Nachhinein auch nochmal in die Shownotes unten. Ja, dann würden wir sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Eure Betty und Charlie. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.